Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video bauen wir dieses Haus nach. So sieht das Haus von außen aus. Und so von innen. Man hat hier viel Platz drin. Hier kann man schön viel Möbel reinstellen, das einrichten. Ich habe hier auch ein Video zum Einrichten gemacht. Findet ihr hier oben nochmal in der Infokarte verlinkt. Klickt einfach drauf und wenn ihr Lust habt, guckt ihr euch das Video an. Ein paar Stühle vorgezeigt, ein Computer, ein Regal und so weiter. Alles, was wir für dieses Haus brauchen, ist in dieser Dose. Einmal Bruchstein, hellblaue Glasscheibe, Akazienholzbretter, Eichenholztür, Steinstufe und grauer Beton. Die Vorderseite des Hauses wird mit Bruchstein, Akazienholzbretter und hellblauer Glasscheibe gebaut und natürlich auch Eichenholztüren. Wir ziehen mit dem Bruchstein 6 Blöcke nach oben. Lassen hier 2 frei und ziehen hier auch 6 Blätter nach oben. Hier ziehen wir 2 rüber. Und beim dritten Block auch 2. Der Boden wird durch Akazienholzbretter ersetzt. Dann setzen wir hier beim dritten 2 Blöcke nach außen und 2 Blöcke nach unten. Der Rest wird durch hellblaue Glasscheibe ersetzt. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch. Dann ziehen wir auch 5 Blöcke nach außen mit den Akazienholzbrettern. Hier auch auf der Seite. So, wir kommen natürlich wieder nach unten. Und dann wird der Rest durch hellblaue Glasscheiben ersetzt. Das Fenster hier oben wird natürlich auch durch hellblaue Glasscheiben ersetzt. Und hier kommen dann die Eichenholztüren rein. Auf der rechten Seite ziehen wir mit Akazienholzbrettern 5 Blöcke hier hin, also nach hinten. Ziehen die hier hoch, verbinden das hier, setzen hier 2 grauen Beton rein, hier unten 4. Hier kommen dann Akazienholzbretter rein, der Rest wird dann durch hellblaue Glasscheiben ersetzt. Hier kommen dann 3 Blöcke nach hinten mit den grauen Beton, werden nach oben gezogen. Bis hierhin und hier wieder nach unten. Der Rest wird durch hellblaue Glasscheiben ersetzt. Und hier wird genau dasselbe gemacht. Einmal 6 Blöcke nach oben, 5 nach hinten. Hier verbunden. Hier kommen 2 graue Beton rein. Hier unten 4 Akazienholzbretter. Hier hellblaue Glasscheiben. Und dann sind wir mit der Seite fertig. Die Hinterseite ist genauso wie die Vorderseite aufgebaut, also beim dritten Block 3 Blöcke hoch, ein rein und hier 6 Blöcke nach oben mit dem Bruchstein, 3 nach außen und 3 nach außen, 3, hier wieder nach unten, hier kommen hellblaue Glasscheiben rein. Hier kommen 2 Bruchsteine rein. Hier kommen wieder hellblaue Glasscheiben rein. Hier wird das wieder verbunden mit Akazienholzbrettern. Und wieder der Rest durch hellblaue Glasscheiben ersetzt. Dasselbe machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Also hier. 2 Blöcke nach außen. 2 Blöcke nach unten. Akazienholzbretter, dann wieder hier 5. Wieder runtergezogen. Hier wieder hellblaue Glasscheiben. So. Und dann haben wir auch die Hinterseite. Die andere Wand oder die andere Seite von der da wird genauso wie die gebaut. Also wieder hier 5, wieder hoch. Hier wird das verbunden. Hier kommt 2 hin. Hier wieder 4. Hier wird das wieder durch Akazienholzbretter ersetzt und hier kommt eine blaue Glasscheibe hin. Hier kommen wieder 3 grauen Beton hin, wieder nach oben gezogen. Verbunden, kommen hellblaue Glasscheiben hin. Akazienholzbretter. Hier verbunden, hier runtergezogen. Hier kommen 2 graue Beton hin.
hier wieder 4. Hier Akazienholzbretter. Und 2 Block Glasscheiben. Ja, dann fehlt noch der Boden. Der wird jetzt komplett durch Akazienholzbretter ersetzt. Hier kommt auch Akazienholzbretter hin. Und dann kommen hier überall nochmal Steinstufen hin. So sollte das dann aussehen. Ich habe hier, wie gesagt, Akazienholzbretter als Dach verwendet. Hier Akazienholzbretter. Und hier nochmal Steinstufen drauf. Den Boden im Haus habe ich auch durch Akazienholzbretter gemacht. Hier nochmal Akazienholzbretter, falls ihr das wollt. Ich habe das aber so mit Gras gelassen. Von außen sieht das so aus. Ja, nicht ganz gut. Aber von innen sieht das so besser aus. Also es ist euch überlassen, wie ihr das macht. Ich habe das jetzt so mit Gras gelassen. Ja, so. Ihr habt hier auch schon viel Platz drin. Ja, wie am Anfang des Videos schon erwähnt, habe ich auch letztes Video ein Designs-Video gemacht mit Möbeln, Computerstühle, Regalen und so weiter. Das könnt ihr auch euch gerne angucken. Einfach mal auf dem Kanal vorbeischauen. Und ja, wir können das jetzt noch weiter ein bisschen verfeinern. Zum Beispiel ein Farn, Gras oder Fichtennadeln oder hier nochmal Moosgras. Das ist auch gut für so welche Häuser. Kann man hier einfach mal hinsetzen. Moosgras. Auch Knochenmehl. Wie natürlich immer. Mein allererstes Video auf dem Kanal war auch ein Hausvideo. Das könnt ihr euch auch gerne angucken. Auch genau auf dem Kanal vorbeischauen. Hier habe ich immer Knochenmehl hingesetzt. Ja, sieht ein bisschen schöner aus. Das bewegt sich, das ist der Shader, den stelle ich auch mal vor, aber das wird es in ein paar Wochen wahrscheinlich kommen. Das ist der Zeus V10, habe ich hier. Shader, Zeus V10. Ja. So, hier kann man noch Fichtennadeln hinsetzen, egal welchen Laub. Schwarzeichenlaub, Fichtennadeln, könnt ihr jeden benutzen. Hier könnt ihr Farn hinsetzen, hier ein bisschen Gras. Und dann haben wir schon hier das Haus. Also noch Knochenmehl, ein bisschen mehr Gras. So, und so sieht dann das Haus aus. Ja. Hier können wir noch ein Eichensetzling hinsetzen. Hier mit Knochenmehl restklicken. Und dann haben wir hier auch einen Baum. So sieht das Haus aus. Und ja, viel Spaß beim Nachbauen, falls ihr das nachbauen wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.